Seit genau einem Jahr stellt Corona die ganze Gesellschaft für eine beispiellose Herausforderung. Auch wenn Wissenschaftler und Mediziner inzwischen viel mehr über das Virus wissen, ist der Kampf gegen die Pandemie noch nicht gewonnen. Auch dort, wo vor einem Jahr der erste bekannte Covid-19-Fall in Deutschland behandelt wurde, in München. Die infektiologische Station des Schwabinger Krankenhauses in München. Hier gehören Corona-Patienten wie überall mittlerweile zum Stationsalltag. Ganz anders vor einem Jahr, als hier im zweiten Stock der erste Covid-Patient Deutschlands eingeliefert wurde. Nein, man muss ganz ehrlich sagen, die ersten Patienten, die wir hier Ende Januar versorgt haben, es waren sehr wenige. Das waren für uns Patienten mit einer importierten Infektionserkrankung, also keine neue Situation für uns. Aber das pandemische Ausmaß war zu dem frühen Zeitpunkt im Januar, Anfang Februar noch nicht absehbar. Dass Corona zu einer Pandemie werden könnte, wurde Professor Clemens Wendner und seinen Kollegen hier erst klar, als immer mehr Patienten aus dem Skiurlaub mit ähnlichen Symptomen zu ihnen kamen. Alina Bauer war eine von ihnen. Heute arbeitet sie hier. Anfang März letztes Jahr. Meine Eltern waren in Südtirol Skifahren. Und wir haben dann den Anruf vom Gesundheitsamt bekommen, dass wir mit dem Krankenwagen abgeholt werden, dass wir unsere Sachen zusammenpacken sollen und in 20 Minuten werden wir abgeholt. Und das war dann erstmal so ein, oh Gott, was passiert hier? Fast 2 Monate wird Alina Bauer in Isolation verbringen, teils im Krankenhaus, teils zu Hause. Nun ist sie wieder völlig gesund und wollte hierher zurück, bewarb sich als Stationsassistentin. Ich habe jetzt mein Abitur gemacht im Sommer und habe jetzt bis April Zeit und dachte ich mir, okay, ich möchte jetzt irgendwas Sinnvolles machen mit meiner Zeit und möchte auch so ein bisschen den Menschen was zurückgeben, die mir so viel gegeben haben und das ist vor allen Dingen das Personal hier. Und das leistet viel. Allein im Januar mussten sie hier über 10 Menschen beim Sterben begleiten. Damit sich das ändert und die Fallzahlen langfristig wieder sinken, sind vor allem 2 Dinge gefragt. Geduld und Disziplin, so Clemens Wendner. Ich würde sagen, mit dem Fußball zu sprechen, wir haben hoffentlich eine einigermaßen erfolgreiche erste Halbzeit hinter uns. Wir sollten uns aber nicht zu lange jetzt im Pausenraum aufhalten. Es geht in die zweite Halbzeit und da dürfen wir sozusagen die Nerven alle miteinander nicht verlieren. Wir müssen weiter Beschränkungen auch tolerieren. Wir sind alle natürlich genervt. Ein Jahr ist es her seit der ersten Corona-Infektion in Deutschland. Zwar habe man viel gelernt über das Virus, doch hier im zweiten Stock der Infektiologie in München-Schwabing, glauben Sie, wird man noch länger mit Covid zu tun haben.